Katharina? Weißt du, wo mein blaues Hemd mit der verdeckten Knopfleiste ist? In der Wäsche. Felix, schwing dein Kleid hinter dein Zimmer und zieh dir was an. Und mach das Ding aus. Oh Mann, wann kommt hier endlich mal ein Spiegel hin, Papa? Was? Nichts. Felix. Ich war kein der Geschichte, ist irgendwas faul. Die Reißzähne sind viel zu lang für einen normalen Haushalt. Mama, sind die Ferien schon vorbei? Ja, mein Schatz. Wenn wieder Ferien sind, machen wir eine Nachtwanderung? Das heißt Nachtwanderung, du Triefnase. Du bist keine Triefnase. Und hier einen Spiegel anzubringen, wäre ein absoluter Stilbruch. Meinst du, du kommst diese Woche mal dazu, das Garagentor in Betrieb zu nehmen? Ja, ich warte auf das neue Relais. Aber das kommt aus Korea. Ich hätte einen Architekten heiraten sollen. Ich sag's euch ja wirklich nur ungern. Aber hier liegt ein blauer Sittich namens Rambo, ziemlich tot auf seinem Käfigboden. Kein Wort zu Felix. Das weiß ich selber. Papa, mein Fenster klemmt. Mama, Rambo ist tot. Der Junge kriegt einen Schock fürs Leben. Das war eine frühe Erfahrung mit dem Tod. Das ist eigentlich ganz normal. Ach was. Das kann sogar sehr gut für seine Entwicklung sein. Papa hätte den Vogel Mund zu Mund beatmen sollen. Junge. Doch, ich habe mal im Fernsehen gesehen, da hat so ein Mann seinen Hamster Mund zu Mund beatmet. Und es hat überlebt, das Vieh. Ich frage mal den Stiekan. Als Biolehrer muss er das doch wissen. Nee, der Stiekan ist so ein notgeiler Typ. Jule. Weiß doch die ganze Schule, dass er ein Mädchen immer auf die, du weißt schon, starrt. Der Stiekan? Allerdings. Das macht er bestimmt nur aus fachlichem Interesse, Jule. Entschuldigung. Und die Nächte? Wir haben kaum ein Auge zugetan. Oh. Naja, statistisch gesehen fahren 54% aller deutschen Paare in Urlaub, um mal wieder Sex zu haben. Sex? Wir reden hier von Mücken. Guten Morgen, Stiekan. Guten Morgen, hallo. Oh, ich hatte so viel gearbeitet. Ich war so müde, dass der Laptop ins Wasser gefallen ist. Also doch. Frau Kramer, haben Sie mal einen Moment Zeit? Ciao, bis gleich. Wir sehen uns dann später. Mensch, Heino. Wie siehst du denn schon wieder aus? Was sind das denn für Dreckslumpen? Das ist ja widerlich. Siehst du die aus dem Altkleidercontainer? Mann, lass mich doch in Ruhe. Hier, ich habe ein kleines Präsent für dich. Daraus kann dir Mutti ein paar Unterhosen nähen. Hey, was soll denn der Scheiß? Klug. Hey, Schwester, nimm deine Pfoten von dem Typen. Ganz cool, Mann, ja? Ganz cool. Danke. Ich heiße Heino. Hör mal zu, mein Dickerchen. In Zukunft musst du dir selbst helfen. Klar? Gib das Ding her! Wie soll ich denn dann die Witwen und Waisen beschützen? Tun sie sich nicht weh damit. Schule ruiniert mir den letzten Nerv. Es wird Zeit, dass ich in die Verwaltung komme. Ben Simon, verwiesen vom Herder-Gymnasium, Dieringer Oberschule, Karl von Ossietzky, Grottenbach Oberschule, liest sich wie ein Vorstrafenregister. Der Knabe hat aber ziemlich gute Noten. Meinetwegen, aber ausgerechnet in meine Klasse. Ich bin froh, dass ich die Bande einigermaßen im Griff habe. Ich dachte, der Junge wäre genau Ihre Kragenweite. Intelligent, aufrührerisch, ein Problemfall so richtig nach Ihrem Geschmack. Vielen Dank. Mir wär's lieber, wir schicken ihn gleich weiter. Ach, geben Sie ihm eine Chance. Es ist eh seine letzte. Auf meine Versetzung.
Nur düstern Frieden bringt uns dieser Morgen. Die Sonne scheint, verhüllt vor Weh zuweilen. Kommt, offenbart mir ferner was verborgen. Ich will dann Strafen oder Gnad erteilen, denn niemals gab es ein so herbes Los als Juliens und ihres Romeos. Julia ist 14, als sie stirbt, Romeo nicht viel älter. Wenn's am schönsten ist, soll man aufhören. Ah ja? Ja, sie hatten noch alles. Spaß, Sex. Was hätte da noch kommen sollen? Noch mehr Spaß und noch mehr Sex. Machen wir doch mal ein kleines Gedankenexperiment. Was wäre aus Romeo und Julia geworden, wären sie noch am Leben? Anuschka, was meinen Sie? Also ich glaube, Romeo hätte sich einen gut bezahlten Job gesucht und Julia hätte vielleicht was Eigenes gemacht. Und die große Liebe? Naja, seien wir realistisch, so läuft es nun mal. Also ist die Liebe nur unsterblich, wenn die Beteiligten nicht überleben. Ben, was meinen Sie denn? Ich weiß gar nicht, wie Sie auf Liebe kommen. Ich meine, das Stück handelt von einem Street-Gang-Leader, der einfach alles flachlegt, was die schnell genug auf die Bäume kommt. Naja, Julias Eltern haben Kohle und die Kleine sieht bestimmt auch ganz knackig aus, aber nach der Hochzeit, der Vorhang fällt und die große Langeweile setzt ein. Und nach der Langeweile kommen die Lügen. Sie glauben wohl nicht an die große Liebe. Günstigstenfalls ist Liebe sublimierter Fortpflanzungstrieb. Aber normalerweise eine besonders wirkungsvolle Form der Unterdrückung. Nun, in dieser Frage gibt es wohl keine Wahrheit und keine Unwahrheit. Fest steht das Thema des Aufsatzes, den ich Sie gerne schreiben lassen möchte. Shakespeare und seine Zeit. Sie haben eine Woche, 2000 Wörter. Der Verfasser des besten Aufsatzes nehme ich mit zur Theaterpremiere von Romeo und Julia. Vielen Dank. Wusstest du, dass 54% aller aus dem Urlaub zurückgekehrten Paare sich auf mückenfreien Sex im eigenen Bett freuen? Schatz. Komm her. Wir hatten uns vorgenommen, dieses Jahr weniger zu arbeiten. Du hast dir das vorgenommen. Wenn ich das Gymnasium übernehmen soll, dann habe ich bestimmt noch mehr zu tun. Du wolltest dich dann um die Kinder kümmern. Stimmt, ich erinnere mich, da war mal sowas. Und jetzt wirst du mir sagen, dass du wieder ein neues Projekt hast, das wieder mal unheimlich viel Zeit verschlingt. Es ist das neue Landratsamt. Vergiss es einfach. Aber du bist doch noch gar nicht Direktorin. Und was ist, wenn meine Beförderung uns am falschen Fuß erwischt? Du steckst im Stress, ich krieg den Job, die Kinder Mums oder eine Identität. Die Kinder sind aus dem Größten raus. Wo seid ihr denn? Mama, komm mal schnell. Er hat ihn verschluckt, dieser kleine Idiot. Arme hoch. Was hat er verschluckt? Mein Piercingring. Deinen was? Ja. Piercing? Na und? Komm, mein Schatz. Sag mal, hast du das gewusst, dass sie... Nein, habe ich nicht. Wäre Spiner gestorben wie mein Vogel? Nein, mein Schatz, von so einer kleinen Perle stirbt man nicht. Komm, ich bring dich ins Bett, dein Vater hat noch zu tun. Sag mal, Ulrich, du hast doch schon zwei Projekte, warum brauchst du noch ein drittes? Weil es nicht irgendein Projekt ist. Schatz, ich bin jetzt 41 Jahre alt. Ich habe 10 Jahre gebraucht, um mich als Architekt zu etablieren. Ich möchte auch mal was Großes machen, was Besonderes und nicht immer nur Reihenhäuser. Aber du hast mir versprochen, ein Baumhaus zu bauen. Siehst du? Siehst du, die Auftraggeber sind hinter mir her, wie die Irren. Du machst es dir zu einfach, Ulrich. Dafür säuft da nicht und macht mich mit anderen Weibern rum. Stimmt. Naja, dann mach dein Landratsamt, aber dann trittst du kürzer, ja? Und du, kleiner Macho, fall mir nicht immer in den Rücken. Ben? Erste Vergreisungserscheinungen? Sagen Sie mal, die Sache mit der Pistole, wann kann ich mit Ihren Eltern drüber reden? Mein Vater ist tot und meine Mutter, halten Sie da bitte raus. Jetzt hören Sie mal zu, wenn Sie ein Problem mit mir haben, dann klären Sie das bitte auch mit mir. Oder trauen Sie sich das nicht zu? Ich mache diesen Job schon ein paar Jahre. Und? Wie viele störrische Minderleister haben Sie schon handsam gekriegt? Als ob es mir darauf ankäme. Na, Sie wollen doch so ein bisschen an mir rumexperimentieren, so aus sportlichem Ehrgeiz. So jung und schon so zynisch. Ihnen muss die böse Welt da draußen ja schon ganz übel mitgespielt haben.
Los, ein bisschen flotter, kommen Sie. Los! Romantischen Ader muss Ihnen diese Einblick da ja sehr zu Herzen gehen. Ja, die kommen jeden Tag hierher und sitzen da Hand in Hand. Und Sie meinen, was Sie zusammenhält, ist die ewige Liebe, ja? Naja, der Fortpflanzungstrieb wird es wohl nicht sein. Dankeschön. Ich habe alle Aufsätze, nur Ihre fehlt noch. Selbst dieser Feingeist Roberto hat sich mühevoll etwas abgerungen. Oh, ist die Woche schon rum? Morgen. Ich habe eigentlich was vor, aber die paar Seiten, die reiße ich Ihnen morgen früh nach dem Aufstehen gleich runter. Sie spucken wieder mal ganz schön große Töne. Aber für ein paar eigene Gedanken brauchen Sie bestimmt etwas länger Zeit. Ach, Sie meinen, ich liefere Ihnen hier so einen Seelenstriptease ab, ja? Soll ich Ihnen zeigen, wie man rauskriegt, mit wem man es zu tun hat? Heimliche Brillenträgerin. Ach, schade. Sieht bestimmt ganz sexy aus. 3 Lippenstifte, 5 Kugelschreiber, 2 Kämme. Sie gehen auf Nummer sicher. Und Sie wollen perfekt sein. Kein Risiko. Sogar eine Dauerkarte für die Sauna. Ich schätze mittwochs. Und nur für Frauen. Keine Kondome, kein spontaner Sex. Sauber, beherrscht und null Leidenschaft. Ich wette, Ihr Mann nennt Sie Kathi. Felix, marsch ins Bett. Brauchst du noch lange? Gleich, Ulrich. Felix, wäschst du dich bitte? Überall? Ja, überall. Schatz, wenn du die Tassen nach oben stellst, kriegst du auch noch die große Schüssel rein. Hier fehlt tatsächlich ein Spiegel. Jule, ich bin wirklich froh, dass du nur eine Zahnspange trägst. Ein Holzbein lege garantiert auch überall rum. Hey, du musst dich fertig machen. Fertig machen? Wofür? Wie bitte? Wir sind eingeladen. Hast du das vergessen? Das Gartenfest beim Senat. Hör mal zu, mein Lieber. Mir reicht's, wenn ich hier abends die Putzfrau machen muss. Ich habe keine Lust, deinen Auftraggeber noch vorzutanzen. Entschuldige, wir müssen dahin. Du musst, ich nicht. Danke. Hat jemand meine Spange gesehen? So bist du, nur du. Ich dreh mich noch mal. Die Tür ist fast zu. Aber ohne dich zu sehen, weiß ich keine ist wie du. Ich werde dich schrecklich vermissen. Na, ich weiß nicht, ob er eine Freundin hat. Aber muss ich mal Mama fragen, die könnte dich rauskriegen. Ist irgendwie auch total anders. Also ich mach dann mal Schluss. Ja, bis morgen. Tschüss. Mama, Schatz. Mama? Mhm. Ist dieser Ben wirklich ein Gangster? Also ich glaube, der tut nur so. Er ist ein Rebell. Dieser Rebell ist viel zu alt für dich. Außerdem ist er ein bisschen durchgeknallt. Such dir lieber was Solides. So wie Papa? Mama! Hör mal auf! Ulrich! Schnell, die habe ich nebenan bei Bettzeug aus dem Gewächs rausgeknallt. Oh.
mal weg. Lass mal weg. Mal weg, mal weg. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Ja? Wieso der Landrat? Aber der hat doch gesagt, dass er heute Abend gar nicht... Ja. Ja, ich... Komm. Du hast es ja gehört. Es tut mir leid. Alles klar. Hallo. Ich habe deinen Ulrich mit der Flasche Champagner in der Tanke gesehen. Das ist ja der Hammer. Ich kenne Leute über 30, die Sex haben. Geht das noch lauter? Na, na, na. Nur nicht übertreiben. Sonst knallen die Jungs in deiner Klasse noch total durch. Katharina? Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Ciao. Ciao. Guten Morgen. Die Polizei hat gerade angerufen. Unser Problemfall wird heute nicht erscheinen. Er ist bei einem Einbruchsversuch aufgegriffen worden und sitzt ein. Ich informiere das Jugendamt. Nein, nein, kümmern Sie sich bitte darum. Ich übernehme dabei in Ihre Klasse. Was wollte er denn auf dem Grundstück? Na ja, was denn wohl? Hat er was mitgehen lassen? Noch nicht. Aber wenn meine Kollegen ihn nicht gestoppt hätten, dann hätte er jetzt eine Straftat begangen. Und Hausfriedensbruch war es allemal. Das wollen wir mal klarstellen. Na endlich. Es wird ja auch Zeit, dass hier jemand kommt und mich rausholt. Ich bin jetzt schon 65 Minuten hier. Befreien Sie mich von dem Spaßvogel. Nett, dass Sie kommen. Normalerweise kreuzt jemand von der Jugendfürsorge auf. Wo ist Ihre Mutter? Meine Mutter. Verreist. Wissen Sie, ich habe hier den richtigen Mörder kennengelernt. Schön für Sie. Das wird Ihre Entwicklung sicher sehr förderlich sein. Kommen Sie. Der Typ, der hat seine Firma in Sand gesetzt und es ist halt absolut pleite. Und als seine Frau mit einem anderen weg wollte, hat er sie erschossen. Halten Sie da vorne, bitte. Hier wohnen Sie? Ich bin reich Elternkind, in der Wüste durch den Mammons aufgewachsen und daher seelisch verkrüppelt. So. Jetzt wissen Sie endlich alles. Ich merke das ganz gut, wenn man mich verarscht. Ist nur ein Abstecher. Ah. Das hätte ich fast vergessen. Mein Shakespeare-Aufsatz. Den habe ich in Kerker geschrieben. Da entstehen ja die besten Werke. Denken Sie nur mal an Karl May. Was soll das denn? Was machen Sie denn da? Hier, nehmen Sie. Was soll das? Hallo? Das gehört mir. Was wollten Sie denn ausgerechnet bei diesen beiden? Auf jeden Fall nichts klauen. Los, wir müssen weg. Glauben Sie mir jetzt, dass das meine Kamera ist? Und warum Häuser? Interessieren Sie sich für Architektur? Ich interessiere mich für Fassaden. Mein Mann ist Architekt. Sie können sich mal unterhalten mit ihm über Fassaden zum Beispiel. Danke. Komm ich gleich zurück. Sagen Sie, Ihre Eltern, was machen die eigentlich beruflich? Ich meine, Ihre Mutter. Wieso? Naja, sie lesen, sie interessieren sich für Kunst, sie fotografieren. Es muss doch alles irgendwo herkommen. Meine Mutter fährt mit einem Musterkoffer und einem rostigen Auto übers Land und verkauft Schönheitscreme. Und Ihr Vater?
Mein Vater. Der ist ein Feuerwehrmann. Er ist ein richtiger Held. Er hat 10 Kinder aus dem brennenden Haus gerettet und als er wieder auf der Erde stand, Herzinfarkt. Warum erzählen Sie mir so eine Räuberpistole? Was ist wirklich mit Ihrem Vater? Sie sehen toll aus in diesem Licht. Darf ich Sie fotografieren? Okay, ich trage Ihnen das heute Morgen als Fehlstunde ein. Dabei belassen wir es. Gehen wir? Habe ich ganz vergessen. Beherrscht, leidenschaftslos, unkorrekt. War das jetzt gut? Ich meine, ich kann noch mehr geben. Spielen Sie einen hungernden Musikanten, der gut gefrühstückt hat? Gut gefrühstückt? Danke. Hanno! Katharina! Hallo! Toll siehst du wieder aus. Danke. Sag mal, hast du meine Karten? Komm, lass uns in die Kantine gehen. Wer hat denn diesmal wieder gewonnen? Die hübsche Blonde wieder? Du meinst Anushka? Naja, aus meiner Sicht ist sie die Beste. Das ist ein klasse Mädel. Hanno, halte an dich. Sie ist eine Schülerin. Ist über 14 Jahre doch alt. Jetzt sprichst du wie Hans Liederlich. Glaubst du, ich knabber an deinen Schutzbefohlen rum? Du weißt ja, am liebsten würde ich bei der Premiere neben dir sitzen und deine Hand halten, aber leider muss ich mich jetzt zwischen schwitzenden Schauspielern rumtreiben. Sag mal, Hanno, bin ich korrekt, beherrscht und leidenschaftslos? Welcher Blutmann sagt denn sowas? Oder bist du schon im Knackterium? Kümmert sich dein Mann nicht um dich, hä? Doch. Klingt ja wirklich überzeugend. Ich weiß schon, was los ist. Fred, mach mir mal die Bulette fertig. Zu wenig Abenteuer. Zu wenig Überraschung. Zu wenig Leidenschaft. Hm. Leg dir doch mal einen Liebhaber zu. Ich hätte im Prinzip Zeit. Immer steht. Und naja, und einmal hat er ganz lange zu mir rüber geguckt. Ja. Und hat auch so ein bisschen gelächelt, weißt du? Jo, er hat schon mich gemeint. Hat auch Lisa gesagt, dass sie. Dass Sie mich zu diesem Wahnsinn überredet haben. Ich bin ja dem Tode näher als dem Leben. Ich finde, Sie halten sich ganz gut. Melanie, Sie sind eine Schmeichlerin. Guck dir mal, unser Problemfall. Hätten wir denn nie in eine Klasse stecken können? Ich hätte auch gerne mal so einen attraktiven Problemfall. Ich bin total unterzuckert. Oh. Oh. Gott sei Dank. Oh, Scheiße. Ups. Tag, die Damen. Tag, Ben. Ich kann mir nicht helfen. Irgendwie erinnert mich die Szene an was.
Kennt ihr sich in der griechischen Mythologie aus, Ben? Na klar doch. Melanie? Nicht doch. Ist deiner. Das ist ja ein Ding. Katharina? Ja? Du kennst doch dieses nette Ehepaar, das unten am See immer die Enten füttert. Gegen die läuft ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft. Was? Die haben ihre behinderte Tochter jahrelang weggesperrt, wie ein Hund. Und niemand hat's gewusst. Das Mädchen lebt jetzt in einem Heim. Zeig mal her, es gibt's doch nicht. Sie sind doch ganz liebenswürdig. Alles nur Fassade. Zu ihrer Tochter waren sie jedenfalls nicht liebenswürdig. Und in den Knast kommen die beiden wahrscheinlich nicht, weil sie schon zu betagt sind. Felix, was guckst denn du da? Eine Prostata-Operation. Könntest du bitte umschalten? Ich weiß es nicht. Wie das Leben so spielt. Übrigens, Fräulein Tochter, ich habe ihr Skateboard überfahren. Es ist Schrott. Oh nein. Na bitte, was hat's in der Garagenauffahrt verloren? Ich wollte es ja reinstellen, aber die Tür ging mal wieder nicht auf. Mal funktioniert die und mal nicht. Die Fernbedienung funktioniert einwandfrei. Heute Nachmittag hat sie jedenfalls nicht funktioniert. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Papa, denkst du dran, dass du diese Woche mit uns ins Kino wolltest? Er wird's wieder vergessen. Mama? Was? Wo komme ich denn eigentlich her? Das erkläre ich dir vom Einschlafen. Guckst du doch mal immer. Komm. Endlich wissen, wo ich herkomme. Paula weiß, wo sie herkommt. Und, hat sie es dir gesagt? Ja, Paula kommt aus dem Schwarzwald. Wo komme ich her? Hi, Jule. Hi. Oh, Scheiße. Ein Klappen. Tja, das war wohl Sabotage. Naja, es gibt ein paar Typen an der Schule, die irgendwie nicht so auf dich abfahren. Haben auch noch mein Flickzeug geklaut. Hast du welches bei? Nee, hier nicht. Ich hab zu Hause welches. Willst du nicht mitkommen? Ist vielleicht näher als zu dir. Okay. Aber er ist da. Wer ist er? Na, er. Aber seit Papa mitgekriegt hat, dass er sich für Architektur interessiert, hockt Nino am Studio rum. Papa und Ben? Ja. Oh nein, Papa will ja mit uns ins Kino gehen. Und er hat schon Karten besorgt. Und dieser gläserne Dachschweif verbindet die einzelnen Gebäudetrakte miteinander. Der ganze Komplex ist auf Stelzen im Wasser gebaut. Das finde ich toll. Die Harmonie des Ensembles wird natürlich noch durch die Auswahl der Materialien unterstützt. Ja, das ist. Der Gedanke war. Wirklich toll. Ben? Ach, hallo, Schatz. Ach du Schande, Juli, wir müssen los. Wollen wir nicht vielleicht ein andermal gehen? Wie bitte? Der ist sowieso nicht so toll, der Film. Entschuldige, du nervst mich die ganze Woche, dass ich mit euch in diesen Film gehen soll und nur auf einmal. Willst du nicht vielleicht mitkommen? Das ist der neue mit Leonardo DiCaprio. Ist bestimmt ganz toll. Ja, was denn nun? Ist er nicht so doll oder ganz toll? Er ist ganz toll. Nein, danke. Ich muss ja noch mein Fahrrad reparieren. Deswegen bin ich ja hier. Ich habe auch nur 3 Karten und das Kino ist ausverkauft. Oh Mann. Also dann, tschüss. Ciao, Bella. Ach, hat mich gefreut, dich kennenzulernen. Danke, gleichfalls. Halt.
ziehen das an, wenn es kalt wird. Hast du gehört? Hier, anziehen, wenn es kalt wird. Bis nachher, Kathi. Mama, kann er nicht vielleicht bleiben, bis wir zurück sind? Bitte. Und was soll ich so lange mit ihm anstellen? Vielleicht deine Boygroup-Platten hören? Papa findet ihn auch sehr nett. Jule, was ist denn nun? Ja. Was soll das? Sie haben mir nichts verloren. Jule hat mein Fahrrad sabotiert und mich hierher geschleift. Tja, da war nichts mehr zu machen. Außerdem, Sie haben mich doch eingeladen. Ich meine, Ihr Mann ist Architekt. Und ich interessiere mich für Architektur. Alle Architekten dieser Familie sind gerade im Kino. Jetzt gehen Sie bitte. Oh Gott. Also, das tut mir leid. Ich wollte das nicht wirklich. Oh Gott, die ganze Arbeit, das schöne Modell. Und so ihr Mann, die ganze Arbeit. Was, ist nicht so was schlimm. Wird er denn sagen? Ist nicht so schlimm. Ist Junge wie jeder andere auch. Oh Mama, du hast keine Ahnung. Schlaf schön, du romantische Schau. Du auch. Ich habe deinen Ulrich schon wieder an der Tankstelle gesehen. Mit einer Flasche Saint-Emilion. Warum observierst du unsere Tankstelle? Naja, ich brauche in letzter Zeit auch ab und zu ein bisschen Prickelwasser. Kenn ich ihn? Nein. Aber du wirst ihn kennenlernen, spätestens bei der Theaterpremiere. Du machst es wieder spannend. Ciao, Melanie. Ciao. Geschlafen? Ist doch ein bisschen verrückt, damit es für jeden mitkriegt. Entschuldigung, ich wollte nicht. Hast du deinen Freunden erzählt? Hast du mächtig angegeben? Lass es. Okay, Ben, gestern Abend, das ist nicht wirklich passiert. Guten Morgen. Morgen. Als einen für alle Zeit schaffenden Dramatiker erscheinen ließ. Shakespeare war ein wirklicher Dichter. Er brachte die Blume der Poesie in einer rauen Zeit erneut zum Blühen. Danke, Anushka. Aus meiner Sicht war das der beste Aufsatz. Wir gehen also gemeinsam auf die Premiere von Romeo und Julia. Auch die anderen arbeiten nicht schlecht. Bisschen auf die Rechtschreibung achten. Einige waren ausgesprochen inspiriert. Was? Sie finden Anushkas Aufsatz besser als meinen? Ja. Ich möchte meinen Aufsatz gerne vorlesen, dann kann die Klasse entscheiden. Also gut. Wir betrachten Shakespeare als ein Monument. Und dieses Monument verstellt uns den Blick auf Shakespeare, das Original, dessen Kopie wir mit Ehrfurcht begegnen sollen, während wir aber mit dem Menschen gelitten und gelacht hätten. Shakespeares Geschichten sind voll von Gewalt. Auf offener Bühne werden Augen ausgestochen, Hände abgehackt und Zungen abgestochen. Schmutzige, chaotische, tragikomische Welt, in der er lebte. Und er schuf eine heitere Gegenwelt, die der Liebe. Es war eine Illusion, aber es war niemals eine Lüge. Denn diese Welt existiert und sie gehört dem, der bedingungslos und ohne Angst liebt. Kein Bollwerk kann der Liebe wehren, denn Liebe wagt, was irgend Liebe kann. Ja, oder in der Hip-Hop-Version, Liebe kennt kein Hindernis, was Liebe will, das nimmt sie sich. Und damit
damit war das dann irgendwie zu Ende. Sonst wäre es bestimmt schön geworden. Ich glaube es nicht. Er war bei dir zu Hause. Ja. Oh, Wahnsinn. Hallo? Hallo, Ben. Hi, Jule. Der Film war wirklich total schön. Kann man sich ruhig zweimal angucken. Na, super. Dann viel Vergnügen. Danke. Hi, Ben. Hi, Anushka. Alles klar? Oh, nicht diese blöde Kuh. War wohl nichts. Man kann ja wohl noch mal mit jemand anderem reden. Seinen Staatssekretärposten im Bildungsministerium. Ich krieg seinen Job. Gratuliere. Ich gratuliere ebenfalls, Frau Direktorin. Was macht denn unser Revolverheld? Keine neuen Vorkommnisse? Nein, nein, ist alles in Ordnung. Ich geb's ja zu, dein Aufsatz war echt besser. Hey, wir könnten ja mal ein Stück zusammen lesen und danach drüber sprechen. Meine Eltern haben Boot. Sei nicht sauer. Aber ich habe echt keine Zeit. Sehen wir uns nach dem Unterricht? Wir sehen uns im Theater. Ich bin deine Lehrerin und du bist ein Schüler, der einen Aufsatzwettbewerb gewonnen hat. Ja? Entschuldigen Sie? Sind Sie Bens Lehrerin? Ja. Ich bin seine Mutter. Simon. Guten Tag. Ich dachte, es wäre gut, wenn wir mal reden würden. Ja, ja, sicher. Bitte, nehmen Sie Platz. Naja, es ist so, der Junge ist manchmal nicht ganz einfach. Ich wünsche mir so sehr, dass er seinen Abschluss schafft. Er hat es mir versprochen. Wissen Sie, ich halte Ben für sehr intelligent. Er könnte noch viel mehr als nur seinen Abschluss schaffen. Finden Sie auch? Ja. Wie kam das, dass er überall diese Schwierigkeiten hat? Er hat nun mal was gegen Lehrer. Er hasst es, wenn man ihm Vorschriften macht. Das ist eine typische Reaktion von Schülern, die sich unterfordert fühlen. Mein geschiedener Mann ist Lehrer. Er und Ben verstehen sich nicht besonders gut. Ich habe gedacht, der Mann ist tot. Für mich und Ben ist er auch gestorben. Der Lärm hier ist auch zum Junge kriegen! Aber wir Menschen, wir leben doch viel länger als so ein Fisch oder ein Vogel. Das heißt, wir bleiben alle noch ganz, ganz lange zusammen. Versprochen? Versprochen. Das
tut gut. Sag mal, wieso hat dein Vater plötzlich 10 Kinder aus dem Feuer gerettet? Warum erzählst du deiner Lehrerin denn sowas? Ach, Mama, die Lehrerin, die mag so romantische Sachen. Sie glaubt, dass ich ein Geheimnis habe und das erklärt, warum ich so störrisch bin. Heilpädagogenkram, du kennst das doch. Sie hält dich für überdurchschnittlich begabt und sie mag dich. Erzähl doch nicht solche Lügengeschichten. Ja. Entschuldige. Entschuldige, Schatz, das ist alles ein bisschen viel gerade. Holla. Für Hanno Marquardt? Willst du diesen Theatermenschen hier zum dein letztes bisschen Verstand bringen? Möchtest du nicht mitkommen? Hinterher ist Premierenparty. Du hast doch deinen Schüler als Anstandsdame dabei. Ach komm. Nur düsteren Frieden bringt uns dieser Morgen. Die Sonne scheint verhüllt vor Weh zuweilen. Kommt, offenbart mir ferner, was verborgen. Ich will dann strafen oder Gnade erteilen. Denn niemals gab es ein so herbes Los als Juliens und ihres Romeos. Wer war denn der jugendliche Liebhaber an deiner Seite? Ben, ein Neuzugang. Hat einen leichten Hang zum Kriminellen. Dafür nützt er dann seine Zeit im Gefängnis, um geniale Shakespeare-Aufsätze zu schreiben. Mhm. Ja. Willst du nicht essen? Nein, danke. Sag mal, hast du was? Es wird ernst, ich soll die Schule übernehmen. Und wo liegt das Problem? Ich habe Ulrich schon so oft gebeten, kürzer zu treten. Jetzt muss ich mir selbst einen Haufen Arbeit aufhalsen. Bitte schön. Mein Gott, was ist denn der Dränge hier? Also wirklich, wenn es was umsonst gibt, dann drehen die Leute durch. Los, kippen wir uns einen hinter die Binde. Prost. Prost. Und, wie hat's dir gefallen? Um mich herum hat alles geflammt. Ja, Gefühle sind meine Stärke. Die kommen in meinen Inszenierungen immer gut rüber. Das waren nicht die Gefühle, das war die Nebelmaschine. Das Zeug brennt in den Augen wie Sau. Ben, das wär's nicht sehr charmant. Ach, weißt du, innen sehen sie das doch nicht, oder? Ach, ein alter Theaterhaudegen lässt sich auch durch schlechte Kritik nicht mehr. Zukünftiger Herr Staatssekretär mischt sich und das Volk. Nur unter Außerwelt schöne Frauen. Abend, Ben. Alles im Lot? Tja, Kinder in diesem Alter sind etwas schwierig. Entschuldigen Sie. Da ist er ja bei Katharina in den richtigen Händen. Sie ist auf Problemfälle geeicht. Ben!
Pool, Kamin, Riesengarten, Billardkeller, das volle Programm. Im Billardkeller hat er meine Mutter immer verprügelt, damit sie Nachbarn nicht hören. Warum hat er das gemacht? Er war sauer. Er war sauer, dass seine Frau hatte, die ihn ständig blamiert. Ich meine, meine Mutter hat nicht mal die Zehnte und sie heult, wenn sie TV-Kitsch sieht. Meine Mutter auch. Als ich 14 war, da habe ich mein Mountainbike gegen eine Knarre getauscht. Ja, und als das nächste Mal mit ihr in den Keller wollte, da habe ich ihm die Mündung auf die Schläfe gedrückt. Ich habe ihm versprochen, dass es nicht überlebt, wenn er sich nochmal an ihr vergreift. Tja, und eine Woche später sind Mama und ich dann ausgezogen. Und seitdem tingelt sie mit ihren Kosmetikkoffern um. Also, hier. Hier hat sich, also hier hat der Typ, dem ich auf dem Revier begegnet bin, seine Frau erschossen. Und hier hat sich einer umgebracht. Ja, und seine Leiche, die wurde erst anderthalb Jahre später gefunden. Ja, und die Villa von dem netten Ehepaar mit der behinderten Tochter, die kennst du ja. Woher weißt du das alles? Ich kenne eine Gerichtsreporterin, die gibt mir Tipps. Die findet mich fast so toll wie du. Los, komm. Wohin? Nach Afrika. Kannst du doch von der alten Frau nicht verlangen. Ich verlange es von dir. Und dann ging die Sonne auf. Und du warst nicht da. Ich dachte mir, bin ich ein Idiot, dich einfach so ziehen zu lassen. Komm, komm, wir gehen ins Bett. Die Kinder schlafen noch. Ulrich, bitte, mir ist nicht gut. Lass mich. Schatz, um Himmels Willen, was ist denn los? Ich weiß nicht. Hab alles durcheinander Fälle alles recherchiert? Da steht alles so im Gerichtsakt. Bis auf einen Fall. Ich habe einen Freund beim Verlag. Vielleicht haben die Interesse. Wir könnten ja hier im Haus eine Ausstellung starten. Im Foyer. Hä? Im Ernst? Ja. Na ja, klar, Mann. Danke, Herr Marquardt.
liebe dich. Und dann, naja, es hat Spaß gemacht, weil. Und wir fahren zu Weihnachten. Hey, waren das nicht eben dein Superman und deine Mom? Warum hängst du eigentlich ständig mit Ben rum? Ich hänge nicht mit Ben rum. Wir bereiten eine kleine Ausstellung im Theater vor. Ben macht eine Ausstellung? Ja. Malt er? Er fotografiert. Von Ben würde ich mich auch sofort fotografieren lassen. Sogar nackt. Mama, kann ich nicht doch mitkommen? Nein. Bitte. Warum denn nicht? Weil du in der 8. und nicht in der 10. bist. In je einem Zimmer übernachten, bitte ich Sie, bei der Aufteilung sittliche über sexuelle Präferenzen zu stellen. Wie jetzt? Heino, Jungs und Mädchen getrennt. Liebe kennt kein Hindernis. Was Liebe will, das nimmt sie sich. Soll ich dir helfen? Danke, das schaffe ich schon. Soll ich nicht rennen, Dicker? Anuschka, hab dich nicht so, komm rein! Das sieht aber reichlich kalt aus. Och, das lässt sich ändern. Na, dann fang doch schon mal ohne mich an. Blöde Kuh. Wenn wir wieder zu Hause sind, werden wir uns nicht mehr sehen. Jedenfalls nicht außerhalb der Schule. Was soll denn das heißen? Es ist aus. Ich bin deine Lehrerin und du mein Schüler, ganz korrekt. Ja, aber... Es tut mir wirklich leid, Ben, aber wir sind einfach zu weit gegangen. Wir haben uns wie die Kinder benommen. Nein. Wir benehmen uns wie Verliebte. Hey, Katharina, los komm, lass uns schwimmen gehen, ja? Ben, ich bin verheiratet. Felix ist 6 und Jule ist noch lange nicht so weit wie du. Die brauchen mich, die beiden. Ich brauche dich auch. Was du brauchst, ist ein Freund. Jemand, der dir hilft, deinen Weg zu finden. Das ist doch jetzt Pädagogenquatsch. Ich liebe dich und du... Sag doch einfach, dass du Angst hast. Vor dem Skandal und vor deinem Mann. Natürlich habe ich Angst. Angst um meine Kinder, ich habe Angst um dich, Ben. Ich habe Angst um dich. Denk drüber nach. Denk einfach drüber nach. Schönes entdeckt?
Vögel. Kann ich auch mal? Bleib bei mir. Was wir hier machen, ist Irrsinn, Ben. Hallo, Frau Direktorin! Felix, komm! Ja, das hat der Postbote gemacht. Ja? Die offizielle, hochamtliche und definitive Bestätigung deiner Ernennung. Anstoßen? Jawohl. Prost. Auf die klügste aller Direktorinnen mit dem schönsten aller Lehrkörper. So, Kinder, jetzt lass mich erst mal hier ankommen. Felix, Gepäck nach oben. Mama? Hm? Wie geht's ihm? Ihm? Na, Ben. Also, ich fürchte, der ist vergeben. Anushka, stimmt's? Dieses Miststück. Ich will sterben. Was hat sie denn? Liebeskummer. Ach Gott. Manchmal kriege ich meine Tage ganz unregelmäßig. Mhm. Tja, Frau Kramer, wenn ich mich in dem Fall irre, dann gebe ich meine Approbation zurück. Hier, sehen Sie mal. Was weiß ich, es ist einfach passiert. Willst du es behalten? Ich meine, mit Jule und Felix wären wir jetzt gerade aus dem Gröbsten raus. Ich kann doch nicht einfach ein Kind wegmachen lassen. Na gut, dann nehmen wir ein drittes. Das kriegen wir hin. Du wirst Direktorin und ich werde eben halber Hausmann. Ulrich, ich möchte noch was sagen. Mama, Papa, Jule will mir den Hubschrauber wegnehmen. Wenn er mir
So, jetzt ist Schluss damit. Wer ab jetzt hier noch rumzankt, wird verkauft. Mama hat schon Ersatz bestellt. Ihr bekommt ein kleines Brüderchen. Ihr wollt euch vermehren? Ich will lieber einen kleinen Fisch. Ich weiß gar nicht, was ihr an diesem Ben so toll findet. Ich schon. Ist es eigentlich erlaubt, dass eine Lehrerin mit einem Schüler rummacht? Hey, Ben! Wie war's? Heino, alter Spanner, erzähl du doch mal. Gehen sie ab, wie's gewittert? Sag schon. Ist doch eine reife Leistung, deine Lehrerin zu poppen. Du kleine Ratte! Was ist denn hier los? Der Trommel ist noch ein bisschen gestolpert. Stimmt das? Ach, Robert ist ein Idiot. Danke. Was bist du denn hier? Heino hat uns gesehen. Am See. Wer weiß noch davon? Bestimmt bald alle. Aber dann müssen wir uns nicht mehr verstecken. Scheiße. Sie schmeißen mich aus der Schule. Ja, okay, wir müssen es ja nicht zugeben. Ich meine, Heino glaubt doch sowieso keiner. Ich kann hier einparken, wenn Ulrich das erfährt. Dann lass uns weggehen. Irgendwohin. Du liebst mich doch und du kriegst auch woanders einen Job. Ben, ich hab gesagt, es ist aus. Muss verrückt gewesen sein. Wie? Wie war das alles nur ein Spielchen? Es war falsch. Nein, war es nicht! Ich will nicht. Yes. Katharina? Jule ist verschwunden. Was? Hier. Verstehst du das? 14 Jahre und haut einfach ab. Dreht die jetzt durch? Wenn ich die bei diesem Ben erwische. Ist sie nicht. Woher willst du das wissen? Warte mal. Ben und ich. Ich habe mich in Ben verknallt. Jule hat es wahrscheinlich erfahren. Das ist nicht wahr. Doch. Von meinen Praktikantinnen ins Bett. Und wenn sie mir noch so gut gefällt. Hast du denn überhaupt keinen Stolz? Das hat doch mit Stolz oder Nicht-Stolz nichts zu tun. Das Haus ist dunkel. Jule? Jule? Ulrich? Was? Lass mich mit dir reden. Willst du ihr erklären, dass du dich von deinem Schüler vögeln lässt?
Jule. Lass mich wenigstens versuchen, es dir zu erklären. Ich weiß, dass ich einen Fehler gemacht habe. Du hast ihn mir weggenommen. Du hast ihn mir einfach weggenommen. Ich habe ihn dir nicht weggenommen. Ich habe mich verliebt in ihn. Und Ben ist es genauso ergangen. Ich glaube hier kein Wort von dem, was du sagst. Jule, mein Schatz, es tut mir wirklich leid. Lass mich nicht an. Direktorin denkt plötzlich an die Gefühle ihrer Tochter? Hättest du damit nicht früher anfangen können? Bist du wahnsinnig? Was? Von wem ist das Baby? Von Ben. Und? Was soll jetzt werden? Ich weiß es nicht, Ulrich. Du lässt das Kind abtreiben. Und dann ist alles in Ordnung? Natürlich nicht. Ich weiß nicht, ob dir aufgefallen ist, dass wir in letzter Zeit einige Probleme hatten. Oh ja. Und die lösen wir, indem du dich von deinem Schüler schwängern lässt? Aber die lösen wir auch nicht, indem ich das Kind wegmachen lasse, Ulrich. Willst du, dass sie alle totlachen, wenn wir zu fünft durch den Park gehen? Siehst du, genau das ist unser Problem. Du bist immer an der Oberfläche. Champagner und geklaute Rosen, das hat doch nichts mit Leidenschaft zu tun. Leidenschaft? Das ist es. Ich hätte mir auch mehr Leidenschaft gewünscht. Weiß Gott! Jule! Jule, stell das Radio leiser! Jule! Du lässt das Kind abtreiben? Oder? Oder? Du kannst gehen. Jule, Herrgott, noch mal! Sei doch vernünftig! Was soll das? Jule, mach auf! Sehr, sehr, sehr lieb. Ich hab dich auch sehr, sehr lieb. Und jetzt geh rein, du erkältest dich, Felix. Mhm. Chefin gesprochen, Ben wird nicht mehr zur Schule gehen. Er sagt, das Thema ist für ihn erledigt. Wo ist er?
Lassen Sie ihn bitte in Frieden. Sie haben doch schon genug angerichtet. Bringst du mich zum Bahnhof? Steig erst mal ein. Was hast du überhaupt vor? Ich weiß nicht. Erst mal weg. Wir könnten beide gehen. Nein, können wir nicht. Sag mal, stimmt es, dass du schwanger bist? Wer sagt das? Jule. Anschnallen. Was soll denn das? Ich bringe dich zur Schule. Vergiss es, ich gehe da nicht wieder hin. Natürlich gehst du dahin. Du machst erst dein Abi und dann machst du was aus deinem Leben. Ich versuche, meins zu reparieren. Warum nicht gleich neu anfangen? Vielleicht. Aber nicht mit dir, Ben. Katharina, kriegst du nur ein Kind oder nicht? Ich kriege ein Kind. Und bin ich der Vater? Mein Mann ist der Vater. Das ist doch gelogen. Ich will zum Bahnhof! Ben! Ich will zum Bahnhof, hab ich gesagt! Ich mach total dicht. Und Jule. Im Grunde verstehe ich selbst nicht, worüber eine erwachsene Frau sich in ein halbes Kind verlieben kann. Naja. Wenn ein Mann sich in eine 20 Jahre jüngere Frau verliebt, findet das ja auch keiner komisch. Außerdem, man verliebt sich dann, wenn man dafür bereit ist. Aber ich war so total glücklich. Du warst nicht glücklich. Du warst beschäftigt. Die Liebe ist ein wundervolles Stimulans. Aber wie jede Droge hat sie leider auch Nebenwirkungen. Sie macht uns zum Narren. Wie geht's dem Kind? Ist alles in Ordnung, nichts passiert. Willst du nicht doch lieber zu mir ziehen? So ganz allein im Hotel, das ist doch nichts. Arno, wenn du was für mich tun willst, dann kümmerst du dich um die Fotos von Ben. Ja klar. Hanno kümmert sich um alles. Sie haben also den Unfall verursacht? Ja. Aha. Naja. Was Ihre Liaison mit Ben Simon anbelangt, bisher ist das alles nur ein Gerücht. Heißt das, Sie wollen die Sache vertuschen? Es gibt keine Anzeige, keine Beschwerde, nicht. Sie werden hier die Direktorin. Das ist mit dem Schulrat, mit Ben Simons Vater bereits abgesprochen. Danken Sie dem glücklichen Schicksal, dass wir es so gut mit Ihnen meinen. Ich bin gerne Lehrerin. Ich muss nicht unbedingt Direktorin werden.
Wichtig ist, dass Ben seine Schule besteht. Wenn er es hier nicht schafft, schafft er es nirgendwo. Ich werde die Schule verlassen. Sie sind eine außergewöhnliche Frau. Ich werde Ihre Versetzung in die Wege leiten. Dieser Vorgang. Ich frage mich, wer jetzt den Laden hier übernimmt. Hoffentlich nicht so ein heuchlerisches Luder wie Sie. Wir werden Sie hier sehr vermissen, Katharina. Sie haben ja ganz kalte Hände. Eine gute Lehrerin. Kann sich ja von ihr adoptieren lassen. Würde ich glatt machen. Meine Eltern sind scheinheilige Spieße. Frau Kramer? Könnte ich mir für einen kurzen Moment mal bitte euer Ohr leihen? Also, ich will gar nicht viel sagen, die Bilder sprechen ja für sich selbst. Ich will nur jemandem Danke sagen. Und zwar meiner Mutter, die eine Menge mit mir aushalten muss. Und noch einer Frau, die heute leider nicht hier ist. Ohne sie hätte ich nie geglaubt, dass es irgendjemand auf der Welt wichtig sein könnte, was ich denke. Tja, und damit erkläre ich meine erste Ausstellung für eröffnet. Ein Stück. Es fängt wieder an zu regnen.